Hallo zusammen, weiter geht's. Wir sind auf dem Weg, den Panzer zu erkunden, beziehungsweise seine Umgebung. Und ich hoffe einfach, dass ich das schaffe, ohne großartig viel Leben zu verlieren. Beziehungsweise gar keins. Das wäre so ideal. Da ist irgendwas gewesen, ohne dass ich das gesehen habe. Da vorne. Okay. Da hinten ist er. Zwei Beute. Oh, hab ich mich erschrocken. Hab ich mich jetzt erschrocken. Das heißt, hier gibt's Gewitter. Okay. Wo ist er jetzt hin? Da ist er. Da ist er, dort. Dahinter ist, glaube ich, sogar noch ein zweiter, wenn ich das richtig sehe. Sehr gut. Und ist das da ein dritter? Was? Komm her. Dauert immer so ein bisschen. Jo, das ist ein dritter. Es dauert ein bisschen, bis der das ausgerüstet hat. Also ich meine, wenn das in der Hand hat, bis es dann wirklich vors Auge nimmt, das dauert einen Augenblick. Ups. Jetzt bin ich aus der Hocke raus und das wollte ich gar nicht. Okay, also, wie mache ich das? Ich habe doch ein Radio. Wo habe ich denn das Radio? Auf welcher Taste? Auf 6. 6 habe ich das Radio. Zack. Und dann schmeiße ich das einfach mal. Jetzt geht die Party hier ab, ne? Da ist das Radio. Da ist er. Na? Wo ist der nächste? Nur der eine dahin getraut. Was? Aus Kampf geflohen? Okay, es hat aber Punkte gegeben, scheinbar. Ich glaube, das gab Pluspunkte und keine Minuspunkte. Ja, da hinten ist noch ein Hundi. Und da ist das andere Hundi. Sehr schön. Aber wir haben ja noch genug von den Kofferradios. Gucken. Ne, werden nicht nachgeladen, obwohl wir ja genug haben. Probiere ich das Ganze jetzt nochmal. Was? Na, ich glaube, ich gehe erst ein bisschen näher. Gehe erst noch ein bisschen näher ran. Und alles aufnehmen. Sehr schön. Nee, du kannst mich gar nicht sehen. Ich bin viel zu klein. Bin viel zu klein und unsichtbar. Mich siehst du nicht. Mich siehst du nicht. So, links ist ein Hundi. Da. Und da vorne. Das heißt, ich habe jetzt vor, bis zum Haus zu kommen. Obwohl, nee, Hundi kommt gerade. Gucken. Ob der mich hier wirklich hinter dem Baumstamm überhaupt nicht wahrnimmt. Nicht wirklich unsichtbar hinter dem Baum. Ach komm, Attacke. Schieße ich in den Baum? Wie kann das sein? Hilfe!
Okay, das wäre jetzt keine gute Idee, glaube ich. Das war keine gute Idee, Sammy. Vor allem nicht, wenn da zwei Gegner auch noch sind. Komm her. Na, lauf, 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 lauf. Also Taktik ist was anderes. Das ist jetzt im Moment einfach nur stupides Glück haben, wenn man überlebt. Na, komm. Hinter mir? Den habe ich gesucht. Den habe ich gesucht. Nee, diesmal nicht. Wo ist er? Da. Na, komm her, komm, da bestimmt. So, ich glaube, da ist trotzdem noch einer. Da der. Gucken. Einmal ein bisschen Munition nehmen. Na, lass mich hier vorbei. Da. Schleiche ich mich mal hier durch das Dickicht an. Hab ich gar nicht geguckt. Oh, ich muss eigentlich Leben mal regenerieren. Zwei Stück macht 50 Punkte, das dürfte reichen. Sonst kriege ich wieder Punkte für aus dem Kampf. Ich jetzt wieder Punkte für aus dem Kampf geflohen, oder? Da rechts ist er. Da gab es 100 EP für keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall noch ein Hundi. Okay. Das war natürlich jetzt... Aua. Okay. Ich hab noch 8 Leben. Uah, da ist der. Da ist der. Komm her. Was ist das, ein anderer? Sag jetzt einfach ne, dass der das war. Und wieder mal mit 8 Punkten überlebt. Ich glaube, so unter 10 zu überleben, das wird ja so zu meinem Steckenpferd. Erster Kampf mit 5 Punkten überlebt. Der nächste Kampf jetzt hier. Mit 8 Punkten. Ja, wir sind einfach gut. Gut. Ich hoffe, wir haben alles. Gehen wir uns jetzt auf Entdeckungsreise machen hier wieder.
Ja, die Jungs haben es leider nicht ganz so überlebt. Das wäre vielleicht noch hinten. Da waren auch noch eine. Eine Leiche. Die können wir auch noch bestimmt untersuchen. Nö. Können wir nicht. Gut, dann hatte nur der eine Typ was mit. Der LKW, der sieht so aus, als wenn man da einsteigen und fahren könnte. Das wäre natürlich echt cool. Bettenkontrolle. Okay, alle Betten sind da. Sehr schön. Da oben. Bin ich immer noch in der Hocke? Nö. Kam mir so hoch vor das Regal. Nennt man deswegen wahrscheinlich auch Hochregal. Einmal Hände waschen oder eine große Pinkelrinne. Könnte eins von beiden sein. Und weiter. Stimmt, wir hatten hier noch jede Menge Items im Inventar. Schauen wir mal, ob wir da uns jetzt was Schickes anlegen können. Profil. Fangen wir diesmal unten an, weil wir uns die ganze Zeit von oben nach unten gearbeitet. So, Hohtonschuhe in Weiß. Oder Luna Boots. Nehmen wir mal die Turnschuhe. Handgelenke, haben wir nichts Neues bekommen. Immer noch die knallgelben. Oh, da haben wir aber hier. Gelb Plus und Braun Plus. Was heißt das? Geräuschreduktion. Da steht was, wenn man drüber geht. Geräuschreduktion. Geschosswiderstand. Da gibt es also auch Boni drauf. Das ist schön. Machen wir denn? Möchten wir leiser sein? Ach du Scheiße mit der Hose. Nee. Nee, 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 nee. Da bleibe ich lieber bei der Anzughose. Die karierte Hose ist ja wohl ein Graus. Reduziert das jetzt die Sichtbarkeit? Oder ist das jetzt eine erhöhte Sichtbarkeit hier, das Holzfällerhemd? Weil da Effekte ja drin sind. Ich werde es einfach mal jetzt ausprobieren und dann was ja sehen. Eine Jacke, College-Jacke, Feuerwiderstand erhöht. Denke ich jetzt mal. Da gibt es keinen. Nehmen wir die College-Jacke. Jetzt sehe ich zwar immer mehr nach einem Sportler aus oder was auch immer. Als habe ich nichts. Minke, das ist nur hübsch. In Anführungsstrichen. Und haben wir hier die Militärmütze. Okay, komm, du, die passt. Die passt jetzt wiederum zu unserem Skin, zu unserem Stil. Dann machen wir das. Haben wir noch was Schönes im Inventar? Hier haben wir noch irgendwas. Und die blinkt. Jo. Aber ich weiß jetzt etwas. Wo sehe ich denn, ob sich was ändert? Also ich sehe allgemein die Angaben, aber ich weiß jetzt nicht, ob sich da was ändert mit oder ohne. Egal. Schalldämpfer haben wir. Das heißt, jetzt können wir leiser schießen. Achso, und genau, wir hatten doch einen Skillpunkt, ne? Hier, Fertigkeitspunkte. Da hatten wir doch was. Und Ausdauerregeneration. Das brauchen wir doch. Das möchte ich haben. Nee, Ausdauer nicht. Ausdauer war doch gar nicht richtig. Leben. Gab es nicht irgendwas mit Leben? Wurfdistanz? Ausdauermenge? Gesundheitsmenge erhöht die maximale, die Tragekapazität, Sichtbarkeit. Nee, das ist das nicht.
Nicht freigeschaltet. Ich kann wirklich nur die erste. Jetzt überlege ich wirklich, ob ich dieses hier machen soll. Oder hier noch das Nachladetempo. Ja, Wurf, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Maximale Ausdauer. Ja, da hatte ich jetzt noch keine großartigen Probleme. Deswegen brauche ich das nicht unbedingt. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre Leben. Aber Leben ist ja was anderes. Also machen wir die Nachlade. Machen wir die Nachlade, ne? Und kaufen. Da kann ich 2 Punkte rein investieren. Der erste ist minus 15, der zweite minus 30. Sehr gut. Was sagt unser Lock? Durchsuche die Kirche. Das haben wir doch schon gemacht. Die Kirche hatten wir doch vorher. Jetzt waren wir doch Richtung Haus des Jägers eigentlich unterwegs. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Geht die Zeit jetzt im Spiel weiter, während ich im Inventar bin? Ich glaube ja, ne? Ich meine, es ist zumindest dunkler geworden. Hier wieder gucken. Da ist leer. Machen wir beide Seiten auf. Vielleicht können wir da was einladen. Und rein da mit dir. Los, Sammy. Geht nicht. Okay, also wir können damit nicht fahren. Schade. Hat auch kein TÜV und keine ASU-Plakette mehr. Nee, ist nichts da. Gut, dann lassen wir den stehen. Nicht, dass wir nachher noch aufgegriffen werden. Mensch, ich laber mir heute wieder ein Dünnsches, aber es macht einfach Spaß. Ich finde, das Spiel macht Laune. Aber ein paar mehr Tiere hätte ich mir gewünscht. Ein paar mehr Tiere hätte ich mir gewünscht. Hier so eine kleine Kröte oder so, die jetzt hier so rumhüpft. Apropos rumhüpfen, bin ich eigentlich noch auf der richtigen Seite? Iboholmen. Das ist doch die Ecke, wo wir hin wollten, ne? Das nicht. So, hier haben wir irgendwo das Auto gesehen. Glaube ich. Oder ne, hier war das Auto sogar. Und dann stand das eigentlich in diese Richtung, aber Hauptstraße und das war mit Iboholmen. Und Iboholmen wird hier angegeben. Dann würde ich sagen, genau umgedreht und dann müssen wir in diese Richtung. Dann müssen wir jetzt in diese Richtung gucken, ob wir. Da wird mir Wegpunkt. Okay, dann ist das ziemlich in der Nähe. Ein Sammelgegenstand. Es gibt hier noch einen Sammelgegenstand. Aber ich gehe trotzdem mal weiter. Ich habe ja den ersten Sammelgegenstand auch schon nicht gefunden. Seht ihr eigentlich irgendwo eine Anzeige? Von wegen Ausdauer? Kann ich nämlich jetzt irgendwie nicht erkennen. Gucken. Hier ist wieder was. Ich bräuchte mal wieder ein bisschen Munition. Das wäre nicht verkehrt. Ist nix. Okay, das teste ich jetzt. Ich gehe jetzt mal auf die Markierung, gucken, ob die Markierung automatisch dann weg ist. Auf jeden Fall dann können wir da Wegpunkt entfernen. Gut. Ja, dann hätten wir jetzt eigentlich hier nur noch die Stadt als
Nächstes. Guck gerade hier unten so ein bisschen. So, hier ist, das ist ja insgesamt wohl alles Scherengarten, so heißt das wohl. Das Örtchen. Dann machen wir hier die nächste. Oh Gott, jetzt haben wir noch Unwetter. Und wir haben keine Regenjacke. Da ist ein Vogel. Hab das gesehen, da flog ein Vogel. Klar, bei dem Dreckwetter. Ob das Spiel das so konzipiert hat, dass man noch querfeldein geht? So, ob jetzt hier auch so vereinzelten Gegner rumstapft oder so, oder ob die wirklich nur in den bewohnten Gebieten oder ehemals bewohnten Gebieten sind. Da ich ja ziemlich so unbesorgt eigentlich jetzt hier in den Karpaten durch die Gegend latsche, hoffe ich mal, dass hier keiner ist. Aber der Schreckeffekt wäre natürlich höher, wenn dem doch so ist. Habe ich hier einen kleinen Feldweg entdeckt. Ist der auf der Karte? Jo. Der ist auf der Karte. Kann ich also nachgehen? Und dann komme ich automatisch zu dieser Stadt. Aber ist das jetzt Iboholmen? Ich hätte jetzt die Markierung von Iboholmen eher woanders gesehen. Wie gesagt, unser eigentliches Ziel ist ja nun mal diese Jägerstadt. Halt. Diese Jägerstation. Jetzt ist es, es hat mich wieder irgendwie einer gesehen. Also an dem Fadenkreuz war ja gerade etwas. Und ich selber habe jetzt keinen Gegner gesehen. Ich finde das ein bisschen unglücklich. Weil so weiß man, dass da ein Gegner ist. Aber das ist die Burg von Iboholmen. Okay. Also, Burg von Iboholmen. Burg. Was wissen wir alles über Burgen? Burgen haben Festungsmauern normalerweise. Hat diese auch. Und ansonsten irgendwelche großen Wehranlagen. Aber wenn das keine neue Burg ist, keine alte Burg, dann hat die bestimmt irgendwelche vollautomatischen Anlagen, gegen die wir uns jetzt zur Wehr setzen können. Oder die wir überlisten müssen. Irgendwo da muss da ein Gegner sein, aber wo ist der? Dann müssen wir die Sache mit dem Radio dann wirklich noch mal testen. Und das vielleicht irgendwo auch einfach nur hinstellt. Da ist der Gegner schon. Da vorne, da läuft er rum. Ups. Nee, nee, nee. Noch will ich nicht in den Kampf. Bleib mal hier hinter. Los, Aufmerksamkeit, geh runter. Geh die Aufmerksamkeit jetzt da. Uah. Den auf der anderen Seite. Shit.
Aber wenigstens nett, dass die mir die Munition wiederbringen. Ich verschwende an die. Da ist der Kollege. Da ist der Kollege. Das geht sogar mit zwei gezielten Schüssen, ist das nicht schön, wenn man genau den Tank erwischt? Oder ich weiß ja nicht, ob das Tank heißt. Aber ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Diese komische Batterie, die der da auf dem Kopf hat. Seht ihr nix? Seht ihr was? Nee, ne? Da ist nix. Irgendwo geradeaus muss direkt einer sein, aber sehe wieder mal überhaupt nichts. Da ist er doch. Da ist er und sagt nichts. Okay, geht von mir weg. Das heißt, ich kann zu seinem Kollegen. Mache ich jetzt einfach mal so. Und kann den dann plündern. Und dann gehe ich gegenüber an die Burgmauer. Und pirsch mich von da näher ran. Genau. Was? Die einen übersehen. Das wäre jetzt natürlich blöd. Yo, shit. Da ist ein Kollege. Mist, 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 Mist. Komm, lad nach, lad nach. Nicht, nicht, nicht. Witzka. Wenn ich Zeit habe zu zielen, dann treffe ich auch. Also deswegen bin ich kein PvPler. Ich kann also keine schnellen Spiele machen. Ups. Aber wie wir damals bei DayZ gesehen haben, als Sniper bin ich zu gebrauchen. Jetzt muss ich aber mal die 1 wegmachen. Ich weiß, ich habe sie selber gesetzt, aber irgendwie stört die mich. Zwar blöd, aber... Die stört mich. Oh, 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 oh. Die bewachen. Da unten der LKW wird bewacht. Aber was der bewacht, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin, ich wünsche euch was. Tschüss.